jetzt, ne? Wenn du den großen hast. Das rote Ländchen, Leute. Die rote. Die ist, aber die dürfte mitfahren, aber weil sie nicht so klein ist, dass sie in ein Behältnis passt, braucht sie ein Kinderticket. Das überlegen soll. Ja. Jetzt können wir ja fahren. Oh, ist Freitag, nach und um 12:53 Uhr fährt dann noch einer so dazwischen oder morgen ist eben das Zeiten. Wie wär's denn mit Spaghetti? Ja, sorry. Wie soll der Mann filmen? Das geht doch nicht. Er muss nur schneiden. So viel kannst du gar nicht schneiden. Das ist jetzt die Folge, die Sache mit dem Arm abschrecken. Was gefällt euch am Campinggarten Walfang so gut? Er ist gemütlich, idyllisch kann man sagen, mit den ganzen Apfelbäumen. Dass er nicht parzelliert ist, finden wir toll. Andrea und Volker sind klasse. Die Atmosphäre ist sehr familiär und es ist sehr schön, sehr angenehm. Und das neue Badehaus. Genial. Ja. Wir kennen es von klein auf, Ostersonntag, Ostersamstag wird immer ein Feuer entfacht, um den Winter zu vertreiben. Gibt es hier genug irgendwie Reiseziele, Ausflugsziele? Manchmal denke ich, der Campinggarten hier ist ein kleines bisschen isoliert. Der Bodensee ist 9 oder sowas Kilometer entfernt. Ist es okay für euch? Ja. Ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Einerseits mal mit dem Seehaas, also mit der Regionalbahn hier zu fahren über die regionale Karte, wo man da nichts bezahlen muss. Hier auch sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Es gibt schöne Fahrradwege, zum Teil neben der Straße, aber auch entfernt im Wald, wo man auch gut radeln kann. Und wandern auch, also sofort hier angrenzend hier hoch sind Wälder, also wunderschön. Also wer die Natur liebt und wer die Ruhe liebt, der findet hier alles. Auf die Fahrt. Wir haben noch einen Wurfgraben.
in eine Burg und jetzt machen wir einen Burggraben durch Wasser. Und wir wollen ja nicht aus der Mon. Dann ihr Spielzeug beschützt, dann rappelt's dann.